Glauben Sie, dass Gott die Macht hat, Ihre Ehe zu retten und wiederherzustellen, indem er Erneuerung und eine stärkere Liebe als je zuvor bringt? In der Kraft des Gebets, basierend auf den Lehren des Psalm 23 und Markus 10, wollen wir gemeinsam die göttliche Restaurierung für Ihre Ehe suchen. Lassen Sie uns Gott für die Liebe und für den Lebensgefährten danken, indem wir seine Führung und fortwährenden Segen erbitten. Dieses Video ist eine Einladung, Gott ins Zentrum Ihrer Beziehung zu setzen, um Weisheit, Stärke und Liebe zu suchen, um Herausforderungen zu überwinden und Bindungen zu stärken. Schließen Sie sich uns jetzt in diesem kraftvollen Gebet an und sehen Sie, wie Gott Ihre Ehe verwandeln kann, indem er die Liebe, die Verpflichtung und die Treue zwischen Ihnen und Ihrem Ehepartner erneuert. Die göttliche Wiederherstellung ist in Ihrer Reichweite. Beginnen Sie diese Reise des Glaubens und der Liebe heute mit uns. Die Bibel sagt in Markus Kapitel 10 Verse 7 bis 9. Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was daher Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Bevor wir uns im Gebet vertiefen, ist es wesentlich, über die biblische Bedeutung der Ehe zu sinnieren. Gott hat seit der Schöpfung die Vereinigung zwischen Mann und Frau gesegnet, indem er eine Partnerschaft etabliert hat, die über einfache Gefährtschaft hinausgeht. Diese Vereinigung wird zu einer heiligen Verbindung, erfüllt mit Liebe, Freundschaft und Kameradschaft. In der Ehe entwickelt sich, was anfänglich als Anziehung beginnt, zu einer tiefen Beziehung, in der beide zu Stützen, Freunden und Vertrauten des anderen werden. In diesem gemeinsamen Weg bauen Mann und Frau ein Leben auf, das über Individualismus hinausgeht. Durch die Ehe wirkt Gott in den Herzen der Ehepartner und spiegelt seine unendliche Liebe wider. In Liebe und Herausforderungen, sogar in Diskussionen, wird das Paar stärker, reifer und lernt, die Tugenden des anderen zu schätzen. Die Ehe ist ein Spiegel von Gottes Liebe zur Menschheit und zeigt die Schönheit von Akzeptanz und unerschütterlichem Engagement. Wenn sie nach göttlichen Grundsätzen gelebt wird, strahlt die Ehe die tiefe Liebe Christi für die Kirche aus. Bei Widrigkeiten kann die Ehe Rückschläge und Verbitterung erleben. Doch selbst in Momenten der Schwierigkeit gibt es ein Licht der Hoffnung. Gott ist der Meister darin, das Beschädigte zu erneuern. Er hat die Macht, zerrissene Herzen zu versöhnen und Erleichterung für bedrängte Herzen zu bringen. In jedem Aspekt der Ehe ist seine Gegenwart beständig, stärkend, heilend und leitend. Ich lade Sie alle ein, über diese Worte mit offenem Herzen zu reflektieren. Wenn Sie den Segen Gottes in Ihrer Ehe suchen oder sich nach der Wiederherstellung Ihrer Beziehung sehnen, schließen Sie einen Moment lang Ihre Augen und legen Sie Ihre Hände auf Ihr Herz. Wenn diese Worte Ihr Herz berührt haben, bekunden Sie ein Amen in den Kommentaren. Wenn Sie den Segen Gottes in Ihrer Ehe erhalten möchten, tippen Sie Ich empfange. Zögern Sie auch nicht, Ihre Gebetsanfragen in Bezug auf die Ehe in den Kommentaren zu teilen, damit wir gemeinsam für diese Bedürfnisse eintreten können. Denken Sie daran, dass die Ehe eine Reise kontinuierlichen Lernens und Wachstums ist. Bei jedem Hindernis gibt es eine Chance, dass die Liebe gestärkt und intensiviert wird. Ich ermutige jeden von Ihnen, auf den Glauben und die Gnade Gottes zu vertrauen, um eine Ehe zu pflegen, die seine erhabene Liebe widerspiegelt. Himmlischer Vater, mit Herzen voller Dankbarkeit loben wir deinen Namen für das Geschenk der wahren Liebe, die flüchtige Gefühle übersteigt und sich als eine transformierende und dauerhafte Kraft offenbart. Wir sind zutiefst dankbar für das Geschenk der Gefährtschaft meines Ehepartners, ein unschätzbarer Schatz, der von deinen großzügigen Händen stammt. Vom Beginn unserer Begegnung bis zu diesem Augenblick erkennen wir an und sind dankbar für deine Führung und Segen in jeder Phase unserer Beziehung. Wir erheben unsere Ehe zu dir, flehend, dass deine Führung und fortwährende Anwesenheit das Licht in unserer Einheit sein mögen. Herr, ich verherrliche dich für alle Freuden und Gaben, die die Liebe in unser Leben bringt. Für die Momente geteilten Lachens, für die Erinnerungen, die wir zusammen aufbauen,
für die Familie, die wir formen und für die Traditionen, die wir etablieren. Jeder dieser Momente ist ein Spiegelbild deiner Gnade und Großzügigkeit. Ich bin für immer dankbar für die Person, die du gewählt hast, meine Lebensgefährtin zu sein, jemand, der mich ergänzt und deine Liebe in jeder Handlung und jedem Wort ausstrahlt. Wir erkennen an, dass unsere Vereinigung ohne dein Eingreifen, Vater, nicht möglich gewesen wäre. Es war deine Hand, die uns führte, deine Liebe, die uns stützte, und deine Weisheit, die uns lehrte. Ich drücke meine tiefe Dankbarkeit für die Schönheit und den Reichtum dieser Beziehung in meinem Leben aus. Für die Reisen, die wir bereits zusammen zurückgelegt haben, und für alle Versprechen und Segnungen, die noch in unserer Ehe zu kommen sind. Jetzt lade ich alle, die dieses Gebet hören, ein, sich mir in diesem heiligen Moment anzuschließen. Wenn Sie Gott für Ihre Ehe danken oder seine Segnungen über Ihre Beziehung suchen möchten, schließen Sie die Augen und erheben Sie Ihr Herz zum Herrn. Wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt, teilen Sie ein Amen in den Kommentaren. Wenn Sie den Segen Gottes suchen, um Ihre Ehe zu stärken, tippen Sie, ich empfange. Zögern Sie nicht, Gebetsanfragen für Ihre Ehen in den Kommentaren zu hinterlassen, damit wir gemeinsam für diese Verbindungen eintreten können. Erinnern Sie sich daran, dass die Ehe eine Reise des kontinuierlichen Wachstums ist, eine Gelegenheit, mehr über Gottes Liebe zu lernen und sich in der Person zu entwickeln, zu der er uns geschaffen hat. Mögen unsere Ehen Quellen der Stärke sein, um uns Tag für Tag mehr Christus ähnlich zu machen. Ich erkenne an, dass ich in meiner Ehe nicht immer perfekt bin. Wir machen Fehler, sprechen vorschnelle Worte, und manchmal handeln wir auf Weisen, die wir bedauern. Es gibt Momente, in denen ich herausgefordert werde, meine Gedanken klar zu äußern oder mit offenem Herzen zuzuhören. Manchmal fühle ich mich von den Umständen überwältigt. Trotz meiner besten Bemühungen mache ich öfter Fehler, als ich gerne zugeben würde. Aber hier, inmitten dessen weiß ich, dass deine liebevolle Gegenwart bei mir bleibt. Du lehrst mich, was wahre Liebe ist, wie sie sich manifestiert und die Wahrheit in allen Situationen offenbart. In einer Ehe, die gestärkt und mit dir vereint ist, geloben wir, zusammenzustehen, selbst in den härtesten Stürmen des Lebens. Unsere Ehe hat bereits mehrere Stürme erlebt. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen und Zeiten durchgemacht, in denen unsere Gefühle verletzt wurden. In diesen Zeiten scheint das Licht der Liebe zu schwächen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Ehe vor den Stürmen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Öffne unsere Augen, damit wir unseren Teil an den Schwierigkeiten erkennen und helfen, Integrität und gegenseitige Treue aufrechtzuerhalten. O Gott, leite uns in jedem Schritt unserer Beziehung, lehre uns, einander tiefer zu verstehen. Helfe uns, unsere Einstellungen und Handlungen zu verwandeln, damit unsere Ehe eine Vereinigung wird, die deinen Namen verherrlicht. Ich bitte, Herr, dass du uns durch deinen Geist befähigst, einander in Jesu Namen die Fehler zu vergeben. Dass wir nicht Groll hegen, sondern dass gegenseitige Vergebung natürlich und voller Gnade ist. Ich lade jeden von Ihnen ein, sich mir auf diesem Weg der Vergebung und des Verständnisses anzuschließen. Wenn Sie sich danach sehnen, Ihre Ehe durch den Glauben zu stärken, schließen Sie die Augen und legen Sie Ihre Hände auf Ihr Herz. Wenn dieses Gebet Ihren Wunsch ausdrückt, Ihre Ehe gesegnet und gestärkt zu sehen, bekunden Sie, ich empfange, in den Kommentaren. Teilen Sie, wie Gott Ihnen und Ihrem Ehepartner geholfen hat, die Herausforderungen der Ehe zu überwinden. Und fühlen Sie sich frei, spezifische Gebetsanfragen für Ihre Beziehung zu teilen, damit wir gemeinsam eingreifen können. Erinnern Sie sich daran, dass jede Ehe Herausforderungen begegnet, aber jedes Hindernis ist eine Gelegenheit, gemeinsam in der Liebe und im Verständnis Gottes zu wachsen. Mögen wir nach Versöhnung streben, nach Verstehen und einer Liebe, die alle Schwierigkeiten und Barrieren überwindet. Wir setzen dich, Herr, in das Herz unserer Ehe und sehnen uns danach,
dass jede Handlung und Entscheidung in unserer Einheit deine Herrlichkeit und Ehre widerspiegelt. Vater, wir flehen, dass du einen Schutzwall um uns herum errichtest gegen Versuchungen und Hindernisse, die entstehen könnten. Hilf uns, Treue sowohl in Körper als auch in Geist zu bewahren, und schenke uns Weisheit, Risiken zu erkennen und Kraft, uns von Situationen zu entfernen, die unsere Integrität und gegenseitige Liebe bedrohen könnten. Heiliger Geist, leite unser Gespräch, damit es immer ehrlich, aufrichtig und echt ist. Mögen wir transparent und verletzlich zueinander sein, wagen unsere tiefsten Emotionen und Gedanken zu teilen. Es ist eine Gnade, völlig gekannt und dennoch völlig geliebt zu sein. Hilf uns, diese Liebe füreinander zu nähren und zu pflegen. Und Vater, wir bringen vor dich unseren Wunsch, eine Familie zu gründen. Du kennst die Sehnsüchte unserer Herzen, und wir bitten um deinen Segen, während wir diesen Pfad verfolgen. Lehre uns, auf deine Zeit zu vertrauen und Ruhe in deiner Gegenwart zu finden. Wir bringen auch unsere Finanzen vor dich. Die Schwierigkeiten, Ressourcen zu verwalten, sich auf Ausgaben zu einigen und eine finanzielle Zukunft zu planen, können unsere Liebe herausfordern. Führe uns, Herr, und hilf uns, konstruktive Gespräche zu führen und gemeinsam zu arbeiten, um ein gegenseitiges finanzielles Verständnis und Gleichgewicht zu erreichen. Ich lade alle, die dieses Gebet hören, ein, sich mir in diesem Gebet für die Stärkung der Ehe anzuschließen. Wenn Sie wünschen, dass Gott das Fundament Ihres Verhältnisses ist, heben Sie Ihre Hände als ein Zeichen der Hingabe und der Annahme seiner Segnungen. Wenn Sie an die Kraft des Gebets glauben, um Ihre Ehe zu stärken, bekunden Sie, ich empfange, in den Kommentaren. Und wenn es spezifische familiäre oder finanzielle Fragen gibt, die Sie gerne gemeinsam im Gebet tragen würden, teilen Sie diese in den Kommentaren, damit wir uns gegenseitig im Gebet unterstützen können. Erinnern Sie sich daran, dass wir, indem wir Gott ins Zentrum unserer Ehen setzen, eine solide Grundlage schaffen, um jegliche Herausforderungen zu überwinden und eine dauerhafte und fruchtbare Beziehung aufzubauen. Vertrauen Sie dem Herrn, jedes Detail Ihrer Ehe zu leiten, von der Kommunikation bis zu den Finanzen, und erleben Sie, wie er wirkt, um Ihre Union zu transformieren und zu segnen. Herr, wir heben unsere Gebete für Weisheit zu dir empor, flehend, dass du uns befähigst, klar und liebevoll miteinander zu kommunizieren. Wir bitten inbrünstig darum, dass die Liebe, die am Anfang unserer Ehe so hell leuchtete, nicht nachlässt, sondern täglich intensiver wird und aufblüht. Himmlischer Vater, wir bitten um deine Hilfe, uns erneut und auf tiefere und aufrichtigere Weise ineinander zu verlieben, jeden Tag aufs Neue. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist eine deiner wunderbarsten Schöpfungen, ein Spiegelbild deiner bedingungslosen Liebe zur Menschheit. Wir erkennen unsere Mängel im Ausdrücken dieser Liebe, wie wir sollten, aber unser aufrichtiger Wunsch ist es, sie vollständig zu lieben. Wir möchten mit ganzem Herzen den Zweck erfüllen, für den du uns erschaffen hast. Wir sind dankbar, Herr, dass du unsere einzigartige Beziehung nutzt, um unseren Charakter zu formen und unser Leben zu beeinflussen. Ich erkenne an, dass ich ohne die Liebe und Anwesenheit meines Ehepartners nicht die Person wäre, die ich heute bin. Wir legen unsere Beziehung, Vater, unter das Blut und die Kraft Jesu Christi. Wir gehören dir und wünschen, Instrumente des Lichts und der Liebe in dieser Welt zu sein. Ich lade nun alle, die den Wunsch haben, die Liebe in ihrer Ehe zu erneuern, ein, sich mir in diesem Gebet anzuschließen. Wenn Sie nach einer effektiveren Kommunikation und einer tieferen Liebe in Ihrer Ehe streben, legen Sie Ihre Hände auf Ihr Herz und umarmen Sie diesen Segen. Wenn dieses Gebet Ihren Wunsch widerspiegelt, die Liebe in Ihrer Ehe zu stärken, bekunden Sie, ich empfange, in den Kommentaren. Und wenn es spezifische Fragen der Kommunikation oder Liebe gibt, die Sie möchten, dass wir gemeinsam beten, teilen Sie sie in den Kommentaren, damit wir unsere Unterstützung und Gebete anbieten können. Lasst uns daran denken, dass Liebe eine fortwährende Reise ist, gefüllt mit Wachstum, Geduld und Vergebung.
Lasst uns Gott suchen, um uns zu führen und zu stärken, und unsere Ehe in ein lebendiges Zeugnis seiner Liebe und Gnade verwandeln. Möge jeder von uns in unserer persönlichen Reise näher zu dir wachsen, Herr, und gleichzeitig die Bindung mit dem Ehepartner stärken. Wir bitten, Vater, dass du uns mit deiner liebevollen Hand formst, uns die Weisheit gibst, aufmerksam zuzuhören und die Vision, das Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben wahrzunehmen. Mögen wir für den anderen ein getreues Abbild von dir sein, Herr Jesus. Inspiriert von der Art und Weise, wie der Bräutigam sich seiner Braut widmet und wie die Braut den Bräutigam ehrt und sich ihm hingibt, wünschen wir, diese aufopferungsvolle Liebe und diese respektvolle Hingabe in unserer Beziehung wiederzuspiegeln, welche die Liebe Christi für die Kirche darstellt. Wir sind dankbar, himmlischer Vater, für die unglaubliche Reise, die die Ehe ist. Wir übergeben dir all unsere Hoffnungen, Träume, Herausforderungen, Verwirrungen und Frustrationen im Zusammenhang mit der Ehe. Nimm sie auf, Herr Allmächtiger, und segne uns mit einer starken, erfüllenden und strahlenden Ehe, die wie Sterne im Universum leuchtet und Zeugnis von deiner Liebe und Gnade ablegt. Wir erbitten all diese Segnungen im Namen des Königs der Könige und Herrn der Herren, des Löwen aus dem Stamm Juda, Jesus Christus. Ich lade jeden von euch ein, über die Macht und Schönheit der Ehe nachzudenken. Wenn dieses Gebet in ihrem Herzen widerhallt, teilen Sie ein, Amen, in den Kommentaren. Wenn Sie möchten, dass Gott Ihre Ehe segnet und stärkt, äußern Sie, ich empfange. Und zögern Sie nicht, dieses Gebet mit anderen Paaren zu teilen, die davon profitieren könnten. Teilen Sie Ihre Zeugnisse, Hoffnungen und Herausforderungen in den Kommentaren, damit wir uns im Gebet und im Glauben gegenseitig unterstützen können. Lasst uns daran denken, dass die Ehe eine ständige Reise des Lernens, des Wachstums und des Teilens der Liebe Christi ist. Lasst uns unermüdlich danach streben, Gott in unserem Weg als Paar zu suchen, damit er jede Stufe unserer ehelichen Verbundenheit leitet, stärkt und segnet. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.